Heute gibt es wieder ein Face-Off, das Whisky-Duell. Zwei Whiskys in der Verkostung gegeneinander. Hallo und herzlich willkommen zu Face-Off von A Dream of Sea mit Malte und Marc. Hi. Hi, Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Im Face-Off geht es immer darum, dass wir Whiskys gegeneinander verkosten, in Anführungszeichen. Wir haben uns also, wie ihr sehen könnt, vier Gläser vollgemacht, zwei für jeden von uns. Und dieses Mal geht es um zwei Tometten, die wir im Einsteigersegment verorten würden vielleicht. Und die wir einfach mal gegeneinander probieren wollen. Welche beiden sind das? Ja, Einsteiger würde ich auch so im Preis leisten, also preislich auf jeden Fall. Leistungsmäßig würde ich sagen, können die schon. Also auf jeden Fall, oh, naja, werden wir sehen. Werden wir sehen. Wir gucken mal. Nichts Also, Genaues weiß man nicht. naja. Ja, genau, wir haben den Tometten. Ich bin immer Tometten, Tometten. glaube ich. Den Tometten 12 Pass auf, Schwarzer. machen wir gleichzeitig hier. Da, den Legacy habe ich in der Hand und Marc hat den 12er in der Hand. Genau. Genau, der 12er setzt sich zusammen aus Bourbon und Sherry Casks. Und man kann, okay, das ist ein leichter Minuspunkt beim Design. Silberne Schrift auf grünem Grund kann man ganz schlecht lesen. Also, ach so, da stehen nur die Rich Fruit, bla 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 Rich bla. Fruit. Ja, Bourbon Sherry Cask, mehr kann man darauf nicht lesen. 12 Jahre, 43% hat er. Wahrscheinlich auch ein bisschen gefärbt oder so. Weil das müsste ja eigentlich Das irgendwo müsste da stehen. draufstehen. Da, hier steht mit Farbstoff. Ja, bei mir auch. Also. Yep. Das heißt nicht unbedingt, dass sie auch wirklich färben. Viele Schotten ballern das ja einfach grundsätzlich hinten Damit drauf. sie Da abgesichert müssen sie sind. sich in Deutschland mit dem Mist nicht rumschlagen. So ein Quatsch auch. Naja. Die Flaschen finde ich an sich ganz schön. Die Flaschen sind schick, ne? Also. Ja. Tada. Tada. Deswegen habe ich auch die Verpackung runtergenommen. Dachte, wir können vielleicht lieber Die die Flaschen Flaschen, hier nehmen. ja. Irgendwie haben die Verpackung gerne mal so, also bei den Tometten so einen kleinen, die Kanten haben immer gerne so einen kleinen Stoß weg. Jedenfalls Ja, wird es bei mir das stimmt hier. blutiger. Bei dem 12er da oben. Und bei dem geht das jetzt. Das ist okay. Ja, aber Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. das neue Design ist definitiv deutlich schicker als das alte. Also ihr habt hier oben eine Gravur drin, hier hinten das Logo, das ist auch nicht einfach irgendwie draufgeklebt oder so, das ist richtig in dem Glas drin. Hier unten so leicht geschwungene Linien, die sich hier auch im Design dann wiederfinden. Das ist schon wirklich schick, schwer, wertig, alles gut, vor allen Dingen im Vergleich zum alten Design. Ich hätte noch eine im alten Design da. Ich kram sie gleich mal nebenbei raus und dann kann ich euch die auch noch mal zeigen. Ja, zum Whisky, oder? Ja, greifen wir zu. Greifen wir zu. Also der Legacy vielleicht noch mal, weil ich dazu noch gar nichts gesagt habe, ist in Bourbon und Virgin Oak gereift, also Ex-Bourbon-Fässer, die aus den USA kommen. Und Virgin Oak sind aber ganz frische Eichenfässer. Da war kein Destillat vorher drin. Jungfräulich deswegen. Relativ hell. Und ich glaube, so um die 20 Euro zu haben. Während der 12er dann ein Zehner mehr kostet. Ja, so um die 30. Um die 30. Und von vielen wurde der Legacy ja hochgelobt, so als Einsteiger. Dass der wirklich ein super Preis-Leistungs-Verhältnis hätte. Ich habe ihn mir dann gekauft und war jetzt nicht so angetan, um ehrlich zu sein. Gerade weil ich immer dachte, der 12er schlägt ihn um Längen und mir wäre es den Aufpreis wert. Aber ich habe sie noch nie gegeneinander verkostet. Deswegen freue ich mich jetzt sehr darauf. Erzähl du doch mal ein bisschen was über die Nase. Ich hole so lange das alte Design raus. Die Nase finde ich ganz toll. Sie ist fruchtig. Ich finde auch, kann natürlich auch das Priming jetzt sein durch das, aber ein bisschen Holz.
Ja. Ist gut. Da bin ich wieder. Ein bisschen Holz. Also die Eiche. Die Nase gefällt mir sehr gut. Okay, also das hier ist ein Comatin aus einer ganz anderen Preisklasse, der Decades, mit Fässern vermählt von 1967 bis 2005. Irgendwann werden wir den vielleicht auch nochmal einfach so hier besprechen. Also der ist wirklich, weiß ich nicht, bei 150 Euro gewesen, als ich ihn gekauft habe. Und ja, also die Standardflasche. Aber auch da hatte schon ja, die Prägung. So eine kleine Prägung hier oben ist da, aber jetzt mal im Ernst. Ja, nein, definitiv, ja. Ja, das schon was gemacht. Das ist schöner. Ist ein definitiver Design-Fortschritt. So, ich räume das einfach runter. Haben wir das auch durch, einmal gemeckert. So macht man das in Deutschland. Was hast du in der Nase? Achso, du hast noch gar nicht gerochen. Du fängst ja, ich hab schon nebenbei. Also ich habe auch noch sowas Kokosnussmäßiges. Und irgendwas Zitrus. Zitrone. Zitrone. Limette vielleicht eher. Für die Grapefruit fehlt die Bitterkeit. Kribbelt. Jetzt nicht. Vom Schnaps. Einfach zu weit. Vom Schnaps? Nein, nicht vom Schnaps. Nein. Vom Glas. Ich habe hier. Bin ans Glas gekommen. Okay, lass uns einfach mal probieren. Also die Nase ist ganz schnell. Die Nase ist gut, ja. Ist schön. Den Geschmack. Den Geschmack finde ich nun wirklich nicht überragend. Also, der hat relativ wenig Volumen. Mhm. Er hat eine. Was war's? 43 oder 40? 43. Ja, 40. Immerhin, beide 43%. Also die sind gut miteinander vergleichbar. Hat einfach wenig Volumen, hat so ein, finde ich, auch relativ viel Schärfe und Jugend. Also mir fehlt so ein bisschen irgendein Ansatz von Komplexität, dass man sagt, okay, der ist jetzt vollmundig. Mhm. So, ne? Also alles so ein bisschen platt. Am Anfang eine ganz nette Süße. Oder? Mhm. So diese Bourbonfass, Süße und hinten raus. Also viel, viel, viel mehr habe ich auch nicht. Hast du da was? So ein bisschen fruchtig ist er. Diese Zitrusfrüchte, Frucht. Mhm. Mhm. Aber und die Eiche natürlich. Ja, dann kommt die Eiche. So, dann kommt wirklich Eiche. So ein bisschen was Stumpfes, Trockenes, also jetzt auch nicht die tolle Eichennote, poliert, hinten rangesetzt. Ja. Ziemlich straightforward. Ja, und dann so wirklich so ein bisschen metallisch. Der setzt sich so an den Gaumen oben ab. So. Einfach noch sehr jung. Ich glaube, der Versuch ist es einfach mit den Virgin Oak Fässern, die wahrscheinlich sehr aktiv sind, die Jugend ein bisschen rauszunehmen. Er hat ja keine Altersangabe. Aber so richtig überzeugt bin ich nicht. Und was bleibt? Also ist ein wirklich bitterer Nachgeschmack. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und das, was du, glaube ich, meinst mit das, im Mund ist füllt dir den Mundraum einfach so aus. Ja, aber nicht auf eine schöne Art und Weise. Ne? Und ich bin schon mal weitergegangen. Einfach zum 12er, um das parallel auch. Ich glaube, ich werde noch mal einen Schluck Wasser nehmen. Ja, habe ich auch gemacht. Also zwischendrin, wenn ihr was probiert und so, immer Wasser nehmen. Vielleicht auch ein kleines Stück Brot oder einen Keks oder wie auch immer. Also ein Cracker vielleicht eher als ein Keks. Nichts Süßes. Wie stehst du zu... Ah,
hast ja eben schon ein bisschen erzählt, Schokolade oder Süßes zum Whisky. dann habe ich das eben schon erzählt. Nicht Süßes meinte ich wegen Geschmackstrübung. Wenn wir jetzt den probieren, dann was Süßes und dann den, dann ist das natürlich schwierig. Ich habe schon Schokolade und Whisky-Tastings gemacht, ist überhaupt nicht meins. Gar nicht. Also hat für viele auf dem Tasting sehr gut zusammengepasst. Für mich ist es nichts. Okay. Ich finde, dadurch wird Whisky einfach sehr schnell bitter, eichig, so, weil natürlich hat die Süße in Whisky nichts Süße in Schokolade entgegenzusetzen, auch wenn man eine dunkle Schokolade. Hat man das Sherryfass dominiert hier. Also auf jeden Fall in der Nase. Und im Geschmack kommt das, was ich mit Tomette verbinde, nämlich so eine ganz tolle, wundervolle Walnussnote. So eine nussige, für mich ist es Walnuss, vielleicht Haselnuss Note. Die kommt hier schon super raus. Also diese Kombination, eine wirklich schöne runde Nase, gut aufeinander abgestimmt. Da finde ich es auch gut, dass es eine Mischung aus Bourbon und Sherryfässern ist. Das harmoniert hier ganz wunderbar. Weil man hat diese Vanille, eine helle Fruchtigkeit und dann, wie du sagtest, das dominierende Sherryfass ist schon im Vordergrund, aber also es dominiert jetzt nicht. Nein, das ist nicht. Nicht durch irgendwie. Kann man nicht durchgehend dominieren. Das ist auch komisch, ne? Ja. Nee, das war erstmal nur auf die Nase. Ja, naja, da kommt es auf jeden Fall, ne? Hat so ein bisschen Früchte. Eine Malzigkeit, die schön ausgeprägt ist, finde ich. Getreide. Und ein ganz bisschen Zitrus. So. So ganz, ganz leicht. Ja, und im Geschmack wirklich die Nuss rund. Ja. Fühlt sich für mich voluminöser an im Geschmack einfach. Ja, der deutlich bessere Whisky. Die Kombination von Bourbon und Sherry, von Eiche und Früchten, ja, ist toll. Ein bisschen Schokolade kommt dann im Abgang. Also es kommt diese holzige Note, aber die wird so ein bisschen unterstützt oder hat noch andere Nebenaromen. Hat eine Würze, aber eine Zartbitterschokolade so ein bisschen. Auf jeden Fall Würze. Ja. Und auch über den gesamten Geschmack auch so eine malzige Note, wie schon bei irgendwie dunkel gerösteten Bieren oder sowas. Das ist so Schwarzbier mit so Röstaromen. Das habe ich da auch ein bisschen mit drin. Jetzt hat man so eine leichte Eiche noch im Nachgang. Nicht so stark wie bei dem Legacy. Und auch runder, abgemildeter schon. Ne? So dieses, jetzt noch nicht vielleicht wie bei so einem Alten hier, also zumindest teilweise Alten. Aber schon, also 12 Jahre merkt man, da ist er schon ein bisschen gesetzter. Vielleicht ist er ja doppelt so alt wie der Inhalt vom anderen. Wollte ich auch gerade sagen, da kann auch ein bisschen was Älteres noch mit drin sein. Vielleicht ist auch ein bisschen was Älteres mit drin. Und halt im Vergleich zum Legacy, wenn der vielleicht 6, 7, 8 Jahre alt ist, so im Schnitt, dann sind das ja auch nochmal 4 bis 6 Jahre Altersunterschied. Ja. Die machen hier einiges aus. Mhm.
So, haben wir über alles gesprochen? Wir haben über die Nase von beiden gesprochen, den Geschmack, Abgang. Das ist einer, den kann man so mal am Wochenende. Ja, weißt du was? Wir machen jetzt gleich die Kamera aus und dann setzen wir, also mit dem kann ich, also weißt du, wenn du mal irgendwo einen Abend hast, wo du jetzt keinen Zugriff auf deine Whisky-Bar oder Leute da hast, wo es eine sehr entspannte Atmosphäre ist, wo der Whisky vielleicht dann auch nicht so der Mittelpunkt sein soll und das Gespräch bestimmen soll. Ich meine, wenn du da irgendwie mit, was weiß ich, zig Flaschen hantierst, dann geht es ja immer so ein bisschen auch um den Whisky. Sondern einfach, wenn du nett zusammensitzt und mal entspannt was trinken willst, ohne auch zu sehr darauf zu achten, was du jetzt an Reichtümern vernichtest, dann finde ich den, der ist einfach toll gut trinkbar. Ja. Also wenn du am Abend dann vielleicht, was sage ich jetzt, 4 oder 5 Whiskys trinken willst und halt einfach nur den trinkst, dann hast du einen guten Abend gehabt. Ne? Ja, ja. Also, den kann man echt gut trinken. Der Vergleich, müssen wir das noch offen aussprechen? Nee, ich glaube, ja doch, wir sollten es mal machen, aber wir haben einen Preisunterschied von ungefähr 10 Euro. Mhm. Und wir haben einen geschmacklichen Unterschied, der aus dem Bild, aus der Kadrierung hier herausragt. Ja. Ja, auf jeden Fall. Der 12er, da sind wir uns einig, ne? Das ist unser. Der 12er ist um Längen besser. Ja. Auch wenn man jetzt sagen kann, ja, aber halt, stopp, das sind ja 33% Aufpreis. So. Aber ganz ehrlich, seht es anders, nehmt 10 Euro mehr in die Hand und kauft euch den für uns beide eindeutig besseren Whisky. Ja. Ja, spannend. Ich schnüffle jetzt gerade am anderen, der ist halt leichter. Aber wir fangen jetzt nicht wieder an mit der nächsten Runde, dann wird das Video so endlos. Klares Fazit für uns, Tometten 12 Jahre schlägt in der Preiskategorie auf jeden Fall den Legacy deutlich. Ja, aber war ein spannender Vergleich. Auch ja, wirklich, wie unterschiedlich die Whiskys sind. Die man direkt nebeneinander oder nacheinander zu probieren. Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, das übliche Outro. Wenn es euch gefallen hat, drückt unten den Daumen hoch, drückt auf Abonnieren. Wir brauchen immer noch Abonnenten. es kann nie genug geben. Mehr. Genau. Und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Spaß. Nehmt euch vielleicht, das sage ich jetzt am Ende, nehmt euch die einfach parallel, guckt das Video dazu, guckt mal, wie weit ihr mit uns übereinstimmt. Ja. Das sind ja vielleicht Whiskys, die einige zu Hause haben. Ist echt schlau, das ganz am Ende zu sagen. Genau, mit diesen weisen Worten, wenn das Video in 25 Sekunden zu Ende ist, dann kommt so ein erneut Wiedergeben-Zeichen. Drückt dann einfach nochmal. Klick. Genau, mit diesen weisen Worten verabschieden wir uns. Und sagen bis zum nächsten Mal. Genau, ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Heute gibt es wieder ein Face-Off, das Whisky-Duell. Zwei Whiskys gegeneinander. Achso, jetzt sollte ich noch was sagen. Machen wir nochmal.